Yesas und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute machen wir Dharam Salata. Das war ein Rezeptwunsch von euch und heute zeige ich euch, wie man diesen herstellt und ich zeige euch kurz einmal die Zutaten dafür. Für unsere Dharam Salata brauchen wir 250 Gramm Toast und da habe ich die Ränder schon abgeschnitten. Wir brauchen nur das Innere, also nur das Weiße. Dann eine kleine Zwiebel, die habe ich schon klein geschnitten. Von einer ganzen Bio-Zitrone den Saft, 100 ml Olivenöl, 100 ml Rapsöl, 300 ml kaltes Wasser, damit wir das Weißbrot einweichen. Und dann brauchen wir Kabeljau-Eier. Diesen findet ihr in jedem griechischen Supermarkt, auch im Internet oder bei eurem Fischhändler. Könnt ihr sowas auch bestellen. Und zwar sieht das so aus. Das sind halt diese roten Kabeljau-Eier. Und davon brauchen wir 150 Gramm. Das erste, womit ich anfange, ist das Toastbrot. Das gebe ich in eine größere Schüssel. Und da gebe ich komplett das ganze Wasser. Und lasse das für ungefähr 5 Minuten einweichen. Dann drücke ich auch noch ein bisschen das Brot nach unten, damit sich das vollsaugt richtig mit dem Wasser. Und so lasse ich es 5 Minuten stehen. Nach 5 Minuten nehme ich mir nun mein Brot und drücke richtig feste, damit das überschüssige Wasser rauskommt, weil das brauchen wir definitiv nicht mehr. Wir möchten nur, so gut es geht, halt das Brot haben. Ich habe mein Toastbrot in so einem hohen Gefäß reingetan. Dazu kommt die Zwiebel. Und jetzt mixe ich einfach mit dem Pürierstab. Und wie wir sehen, ist das halt so cremig geworden. Genau so, diese Konsistenz möchten wir haben. Und wir möchten auch keine Stückchen von der Zwiebel mehr sehen. Deshalb püriere ich das zuerst. Jetzt kommt dazu der Zitronensaft. Und zu dem Zitronensaft kommen jetzt unsere Kabeljau-Eier. Ich gebe noch darunter mein Rapsöl und püriere das zuerst miteinander. Zu guter Letzt gebe ich nach und nach etwas von meinem Olivenöl. Unsere Dharam Salata ist nun fertig zum Servieren. Und ich würde euch empfehlen, noch ungefähr eine Minute die Sachen gut miteinander zu pürieren, damit sich wirklich auch die Öle nicht absetzen und sich auch gut verbinden mit den ganzen Zutaten. Ich richte nun meine Dharam Salata an, einfach in ein Schälchen. Dazu serviere ich das Larana-Brot. Das habe ich in einem extra Video gezeigt. Das verlinke ich euch gerne in der Videobeschreibung. Und typischerweise isst man das halt so dazu. So schnell und so einfach geht Dharam Salata selber herzustellen. Es ist gar nicht so kompliziert, wie viele denken. Das Einzige oder das Alpha und das Omega, was ich immer sage, sind natürlich die Kabeljau-Eier. Die findet man aber auch wirklich in jedem griechischen Supermarkt, so wie ich es auch am Anfang gesagt hatte. Oder halt bei eurem Fischhändler, da könnt ihr euch die auch bestellen. Ich hoffe wirklich, das Rezept gefällt euch. Viel Spaß beim Nachmachen. Yassas!